Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forest Stranded. So, wo haben wir stehen geblieben? Ich glaube bei dem Magneten, genau. Magnet, ein bisschen mehr Eisen, ein Block habe ich eigentlich schon bereit. Eisen und das. Was war das noch? Lapis zwei Stück und 4 Gold und Glowstone. Lapis. So, und mein Laser, der steht hier. Hier. Ein Block. Ich habe mir übrigens jetzt, ja, weil ich so sauer war letzte Folge, habe ich mir mein verkacktes Tablet zurückgeholt, weil es einfach viel zu teuer war, als dass man es jetzt einfach, ja, tot lässt. Also von daher, lasst mir mein Tablet. Bitte. So. Okidoki. Enorik-Kristall-Gedönsbumse. So, das Ding zuerst. Und dann das. Das Ding hält auch eine ganze Menge. 3 Millionen EF. Also, eine Weile mit Auskommen. Ah, ja, das wird erstmal alles leerziehen hier, was wir haben. Ja. Schön. Okay, wir brauchen auch demnächst mal mehr Strom. Das wäre ganz schön. Was sagt das Tablet jetzt, was wir als nächstes tun sollten? Ich war dabei, das hier zu machen. Ich brauche noch 4 Energetic Alloy. Das ist Gold, Glowstone und Redstone irgendwie so, ne? Energetic. Ja. 4. Alloys only. Und danach versuchen wir mal Richtung Dingens zu kommen. Ne, so in diese Richtung hier. 6 Flux Crystals. Wie kriegen wir die denn? Fluix Crystal. Description. Ein Quarz, Charged Quarz, Nether Quarz und ein Redstone. Ach, das war die Sache. Okay. So, Quest Nummer 1. Charge Quartz, Redstone, Nether Quartz. Gibt es hier noch mehr? Or what? Wahrscheinlich. Nee. Wo ist es? Da ist es. Jetzt aber. So, was nehmen wir denn? Pulsating Iron? Nee, wir nehmen die... Oder? Nehmen die Vibrants. Weil die am schwersten zu bekommen sind. Auch wenn es nicht mal ein halbes Ingot war. Naja, gut. Als nächstes geht's in Richtung... Dragon Breath? Warte mal. Hier, so 2 Stück. Einmal... Okay. Mhm. Gut. Also erstmal die 6 Flux Crystals. Dafür brauche ich allerdings ein mehr. Ich meine, die ergeben alle 2. Also brauche ich 3 davon. Water Puddle. Puddle. Wunderprächtigst. Und dann brauche ich als allernächstes davon Pure Zellus Quartz, Flux Crystal und Pure Nether Quartz Crystal. Und am besten die Growth Accelerator, wobei dafür habe ich bei weitem nicht genug Strom. Hm. Growth Accelerators? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ach Gott, das wird ewig dauern. Nun gut, dann... Blood Moon Rising. Ich brauche mal einen Magneten. Ich kann ja eh gerade nicht schlafen gehen.
Weil das Ding teuer ist, glaube ich, was das Magneten-Dingsbums angeht. Das ist, ich hätte den anderen Magneten mehr nehmen sollen. Ganz ehrlich. Hätte ich tun sollen. Hätte ich... Hätte Fahrradkette. Nun gut, waren dabei gewesen, andere Dinge zu tun. Nun gut, vielleicht... was für ein Range hat der wohl? Ich habe keine Ahnung. Nun denn, wir brauchen erstmal Seeds. Dafür brauche ich Sand. Und... drei hiervon. Nee, davon nicht. Sondern, die muss ich noch klein crushen. Hiervon. Kann ich auch einen ganzen Stack vornehmen eigentlich. Dann brauche ich... Nether Quartz. Das muss ich crushen. Und die Flux Crystals genauso. Das geht schon mal nicht. Aber das bestimmt. Yep. Das geht. Ach, komm, ernsthaft. Nun denn. Pile of Sand. Okay. Okay, als erstes werden die mir hier reingeworfen. Ach, der Magnet. Halt, stopp, der Magnet. Ach Gott. Okay, jetzt ist gerade blöd wegen der Blutnacht. Mach ich ihn halt zwischenfolgen. Nun gut, kann ich das wieder durchbacken? Ich hoffe doch. Nein, kann ich nicht. Verdammt! Doch, in der normalen Furnace. Ach so, hier hatte ich Alloys Only. Zack. Schon besser. Okidoki, das hätten wir. Das müssen wir noch ausbacken quasi. Habe ich jetzt hier reingetan? Jo. Nicht so clever. So. Ich tue gerade aufnehmen, ja. Gut, Mr. Blutnacht, kommen Sie mal ran. Oh. Nicht schießen. Kommen Sie ran da. Allesamt. Komm ich da gar nicht dran? Komisch. Irgendwie nicht. Frag mich nicht. Okay. Tudulü. Wow, so viele. Das ist eine Menge. Komm so ran da. Au! Das war unhöflich. Überall dieser Sand ist schrecklich. Ach Gott. Ach ja. Sind wir zum Glück ein Weather Shield, also nie wieder Sandsturm. Oh, wo kommst du denn her? Ah! Was ist das? Hallo? Au, oh, nicht schon wieder. Ja, ist okay. Damit kann ich leben.
einmal kurz diese, wirklich diese Nacht nutzen. Komm so ran da. Lach du nur, wirst schon sehen, was du davon hast. Komm her, du. On the beach. Ja. Schön, sich selbst zu beleidigen übrigens. Das macht Spaß. Ja. Okay. Gut, genug. Genug, genug, genug. Wir packen das Ding mal ganz kurz in unsere Tasche. Dafür ist sie ja da. So, Magnet weg. Zack. Und hier dafür hier rein. Ich hoffe, es dauert nicht so lange, aber ich denke schon. Pulli Pulli. Die backen vor sich hin und wir freuen uns. Und wenn ich davon weit weg bleibe, wie weit das wohl reicht? Wenn ich nur hier aufhalte, sollte es gehen. Also ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn die Dinger weiterentwickelt sind. Also bis gleich. Weiter geht's. Allerdings muss ich sagen, lohnt sich das Warten nicht. Also wir müssen zwischendurch was anderes machen. Also sowas wollen wir. Ich stehe jetzt hier schon mindestens eine halbe Stunde rum und habe Sachen gemacht. Und wir sind bei 7%. Also von daher, es wird sehr, sehr lange dauern. Aber das ist auch klar, ohne Growth Accelerator, Growth Crystal, nee, Growth Accelerator, ja, so heißt das Ding. Dauert es halt wirklich eine halbe Ewigkeit. Aber vielleicht für den ersten Schub muss es jetzt erstmal reichen. Und ich brauche auch dringend mehr Hühner hier. Ah, danke. So, ich habe jetzt hier mal das Gerät mit Upgrades versorgt. 25 Range Upgrades, das reicht, glaube ich, einmal rum. Zwei rein. Und einen zweiten Growth Crystal gebaut. Und hier Karottens und wow. Und Rüben und noch mehr Karottens und Sojabohnen, genau. Denn ich habe außerdem einen Market gebaut. Den habe ich zwischendurch gebaut. Der ist nicht so teuer. Der Palms Harvestcraft Market. Das ist er. Ein Emerald, Holz und Wolle. Hier kann man nämlich für Emeralds kann man hier jedes Palms Harvestcraft Seed kaufen. Und jeden Baumseed, Bone Meal und Tier Spawner. Was eigentlich ziemlich krass ist. Dann könnte ich nämlich eigentlich mal einen Horse. Und die Horse war ziemlich teuer, ne? Chicken, Horse. 13 Emeralds. Wow, das ist teuer. Okay. Weil gegen ein Horse kann man nämlich gegen einen Villager tauschen im Questbuch. Meine ich. Hurting Life. Villager. Nee. Emerald-Blöcke tauscht man gegen Villager. Verdammt. Verdammt. Nur denn. Rottenfleisch, goldene Nuggets für ein Schweinchen? Ja, das könnte man mal machen, ne? Habe ich noch Rottenfleisch übrig? Hier nicht. Ich glaube, das habe ich gerade alles verwurstet. Das kann sein. Wo ist mein... Da ist mein Beutelchen. Nee, kein Rottenfleisch mehr, soweit ich das sehen kann. Okay, gut, dann halt nicht. Nicht schlimm. Das kommt weg. Wir bauen jetzt erstmal einen Presser. Können wir hier einen Presser einfach so bauen? Presser. Ja, das können wir. Gut. Habe ich noch... Ich habe keinen Redstone mehr. Ach ja, genau. Das Redstone habe ich alles in die Upgrades. Nee, habe ich gar nicht. Kann ja gar nicht sein. Ein bisschen Redstone ist da übrig geblieben, weil ich so viel gar nicht brauchte, oder? Oder? Da ist noch Redstone. Gut, ich sehe es, ich sehe es. Nicht schreien, nicht anschreien. Danke. Aber kein Eisen mehr. So gar kein Eisen? Sieht nicht so aus. Oh Gott. Habe ich Sachen geschmolzen? Habe ich schon alles weggeräumt? Stimmt, das letzte Eisen ging für... Für den... Ding ist drauf, ne? Für unseren Magneten. Mist. Okay. Gut, davon abgesehen. Was können wir hier sonst noch tun? In der Technikschiene. Was willst du als nächstes? A2 Power, das ist der Power Acceptor. Auto Farm. Slice and Spice. Ich glaube, Slice and Spice müssen wir als erstes mal bauen. Und ein Soul Binder.
Slice and Spice, okay. Slice and Spice, weil das brauchen wir sowieso. Kommen wir gar nicht drum herum. Solarium und hier. Dafür brauche ich auch wieder Eisen. Yay. Hier habe ich alles rausgeholt. Ich meine schon. Wir waren auch noch dabei, die lustigen Hitachi-Dinger da zu bauen. Oder Heta. Nee, oh Gott, wie heißt die noch gleich? Betavis. Hibashi, nicht Hitachi. Hibashi. Achso, das war die Sache mit dem Concentrated Hellfire-Gedönsbumse. Und Bellows, Bellows. Ich war dabei, Bellows zu bauen. Haha. Sehr gut. Bellows. Brauche ich für Holz? Dafür brauche ich Holz. Holz habe ich sogar noch in der Kiste drüben. Scheren müsste ich dabei haben. Hier. Ja, ja. Also, das haben wir noch. Dann hier halbe Schnitten. Ein Wooden Gear. Ist gar kein Holz mehr. Oh Gott. Schlimm. Habe ich auch noch Holz übrig von meiner Crafting-Aktion? Hier ein bisschen Abyssal. Aber mein Weather Deflector läuft einwandfrei. Es ist pornös, sag ich euch. Es ist wunderbar. So, ein Gear. Dafür brauche ich Sticks. Ich habe genug Sticks. Ein Gear. Habe ich noch Gears übrig? Nein. Okay. Dann die Leatherbells. Dann brauche ich das. Schere. Schere. Entweder sehe ich sie nicht oder wir haben keine dabei. Jetzt habe ich wieder beide Schwerter dabei. Ich hält. Okay, wo ist meine Schere hin? Aufgebraucht habe ich sie aber eigentlich nicht. Ich sage, wir brauchen dringend ein ME-System. Das ist echt. Puh, Inventory Management ist schwierig. Aber ich kann sie nicht aufgebraucht haben, oder? Moment. Machen wir es ganz einfach. Oh, das ist vollkommen falsch. Das ist richtig. Ja, gut. Da ist sie. Warum immer sie da drin ist. Habe ich nicht sogar noch eine gehabt irgendwo? Ja, eigentlich schon. Oh, es ist heiß. Meine Farm auf der Minimap sieht aus. Oh. Sieht gleich aus wie ein Zombie-Kopf. Ist witzig. Bitte. Seht ihr? Sieht aus wie ein Zombie-Kopf. Voll witzig. So, ich muss mal meinen Planter noch befeuern, damit er ernten kann. Aber nicht jetzt. So, zack. Flüppe die Flüpp und Dinger zerschneiden. Anders die in einen Cutleather direkt. Zwei Stück. Strips. So, Bellows. Bellows. Und dann testen wir mal, ob das so funktioniert. Ich weiß nicht genau, wie ich die betreiben muss, dass die anständig funktionieren. Das werden wir mal testen. Ich hoffe halt, dass es geht, aber ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Kann man denen auch sagen, wo sie hingucken sollen? Ah, ja. So. Nochmal ein Feuerzeug. Und dann gucken wir mal. Dafür brauche ich, glaube ich, erstmal das Handgerät. Oh. Ausgepustet. Mist. Okay. Das wusste ich jetzt nicht, dass ich die auspusten kann. Alter, war da auch nicht schlecht, ey. Oh mein Gott. Ja, gut. Aber ich muss vorher dran kommen, weil nämlich ich muss ja für die Hitachis brauche ich die Urnen und die müssen gebrannt werden. Und ansonsten, wie gesagt, mehr. Habe ich noch mehr Netherrack?
Wenn nicht, müssen wir halt welchen machen, auch wenn ich nicht mehr ganz so viel Redstone habe. Netherrack. Ich habe eine Soul Sand. Aber kein Netherrack. Hm. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, was bringen würde. Lava? Glaube ich zwar nicht. Hier habe ich noch ein Netherrack. Kann ich erstmal benutzen. Ansonsten. Ach ja. Das ist ja auch noch wieder. Lava. Vielleicht nicht unbedingt mit Holzblöcken. Das ist nicht so clever. Meine kleine Axt. Nun denn. So. Schwupp. Damit wir hier wieder ein bisschen Lava reinkriegen. Die brauchen wir auch. Ab und zu mal. Ach ja, übrigens, was ich gar nicht wusste. Das Gerät hat jetzt einen Tooltip bekommen. Also der Cobblestone Generator. Der besagt, dass er nach oben hin outputten kann. In der Kiste. Voll gut. So. Natürlich nicht mehr ein Glück Lava, war ja klar. Was ich sie jetzt brauchen würde. Ja, toll. Jetzt müssen wir wieder warten. Wo hier gibt es gleich ein Dingens. Wie gesagt, es kann auch sein, dass wir die neuen Blöcke unter dem Killen, Eiseskillen, haben müssen, damit das Ding genug Hitze bekommt. Das kann sein. Ich weiß es nicht. Ach ja. Ach, übrigens, ich habe ein paar Texturen gemacht, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, und jetzt haben wir anständiges Witchwater. Yay. Und generell alles etwas anständiger. Na komm schon, Leute. Schmelzt schneller. Wie viel habe ich? Ich habe noch zwei, drei. Habe ich zwei rein? Ach, das dauert alles immer so lange. Nun gut. Warten. Ich hasse warten. Es ist schrecklich. Was gibt es sonst noch im Questbuch, was wir tun könnten? In der nächsten Folge. Technical Revolution. Sind wir ja gerade dabei. Crafter. Okay. Technical Revolution. Was soll ich wohl dafür machen? Ich glaube... Stimmt, so ein Water Wheel wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Sollen wir einen Coke-Ofen bauen, uns ein bisschen Creosote Oil besorgen und dann ein Wasserrad bauen, beziehungsweise auch ein Windrad. Finde ich auch ziemlich cool. So, tja, dann muss ich jetzt mal, ne, wie gesagt, ein bisschen farmen. Ja, Freude. Komm ich jetzt am besten dran. So. Hm? Nein? Okay. So, zwei noch. Ach Gottchen. Da bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Vielleicht reichen sechs auch schon. Kann ja auch sein. Fahrzeug und Gerät. Ein Planterpot. Ha? Ja? Ja, ja, ja? Nein? Ja? Nein? Ja? Nein? Hm. Kann hier gerade irgendwas Feuer fangen? Eigentlich nur der Baum. Okay, sieht nicht so aus. Auch warten bringt gerade nichts. Also, wenn man sieht daran, ob das buggt ist, wenn es quasi Risse bekommt und irgendwann halt aufcrackt und dann das richtige Ding drin steht.
Aber es scheint nicht zu funktionieren. Oh, wie ärgerlich. Ich habe keine Ahnung. Dann doch vielleicht die Dinger machen. Aber wie komme ich an die Dinger dann ran? Merkwürdige Dinge. Merkwürdige Dinge. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.